Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Euro Truck Simulator 2. Yo, wir sitzen in Kopenhagen und ja, werden heute mal eine Tour machen nach Deutschland oder Dänemark oder Schweden. Ich würde sagen, wir fahren mal nach Schweden. Schweden ist ein Deal, ne? Ja, das kann man gut machen. Ist nicht weit, aber ist 5 Minuten von hier aus. Das kriegen wir recht schnell hin. Na, ist aber ein guter Verdienst bis da. Das machen wir. Wir fahren jetzt erstmal nach Schweden rüber. Von Kopenhagen nach Malmö. Mal gucken. Also die heutige Folge wird wahrscheinlich wieder so ein Stündchen dauern. So der Plan zumindest. Wir fahren jetzt erstmal leere Paletten rüber. Im Hintergrund läuft ein bisschen Synthwave. Ja, mal schauen. So, Viva la France. Wir fahren natürlich wieder ohne Navi, also wie war das hier? Alles ohne alles, genau. Wir haben heute Super Nori Fruit. Aha. Licht, bitte. Wunderbar. Interessant. Boah. Raus. Alter Schwede. Mit dem Gigaliner heute. Kann man eigentlich irgendwie Ansicht ändern? Also, dass man sich den von außen... Ah, endlich mal. Kann ich ihn hier ranzoomen? Ran geht aber, weil... den gerne... So. Für ein schönes Thumbnail, ne? So. Haben wir den komischen Renault-Verschnitt. Gut, sollte wohl reichen erstmal. Ja, Lukas 218, wenn du willst, kannst du mich anrufen. Aber ist halt die Frage. Ja, ich glaube, er hat Pech. So. Also ich würde sagen, ich fahre jetzt mal eben hier ran. Mit unserem Gigaliner-Verschnitt. Machen wir eben einen Warnblinker an. So. Ist das Ding neu? Ich habe keinen blassen Schimmer. So. Also. So. Gut. Ich drehe mal eben ins Hauptmenü. Kurz einen Cut rein. Oder kann ich das da? Nee, kann ich nicht. So. Und sag da mal, bis in wenigen Sekunden. Okay, harter Pech. Kurz umentschieden. Wir fahren einfach direkt durch. Wir fahren erstmal nach Malmö und dann mal schauen, wie es weitergehen wird. So. Ah, hier ist die Wecko. Alles klar. Ikea zur Linken. Hier war ein Autohändler. Ja, Mercedes wird dazu gewesen sein. Ach, sollte, bevor man rauskommt, vielleicht das Fenster runterlassen. Macht mehr Sinn. Weil wie ihr seht, das kann man in Optionen einstellen. Man kann... Ach, leck mich doch. Gesperrte Straßen ausblenden. Also das heißt, die Absperrung, wo man runter muss und so weiter, kann man ein- und abstellen. Ja.
hier in die Karte gucke. Links haben wir auch noch Kopenhagen. Okay. Das ist egal. Gucken wir vielleicht noch irgendwo mal raus. Und wir haben ja alles im Verbrauch. Wir haben Firmen, wir haben alle Autohersteller, LKW-Hersteller. Das heißt, wir brauchen noch Geld für einen LKW. Gut ist. Und gut ist. So. Dann ziehen wir mal hier durch. Echt langen Zug, aber es scheint gut zu gehen. Und ja, dann bist du dann irgendwie auf die Autobahn hoch und dann mal gucken, wo wir hinfahren. Also erstmal nach Malmö. Viel wert. So. So, und dann dürfen wir Pi auf 80 fahren. Boah, der ist aber flott, ey! Halleluja! Wirklich flott! Na ja, gut. Ford Mondeo. Auf Wiedersehen. Auch ein Auto, das nicht mehr gebaut wird, ne? Jetzt sind wir schon in Schweden. Eigentlich müsste ich noch die Spiegel einstellen, aber egal. Egal. Ich orientiere mich mal an den LKW-Gedöns. Was haben wir denn hier für Linien? Wir haben sogenannte Fast Lanes. Dann fahren wir hier durch. Eieieiei, das ist natürlich jetzt noch so eine Sache für sich, dass hier auch noch eine Straßensperrung ist. Ausgerechnet da, wo wir runter müssen. Kann man das riskieren? Wir riskieren das jetzt einfach mal. Mit unserem Gigaliner. Ja, Glück gehabt. So, ich fahre jetzt keine Umleitung hier, ne? Ach, jetzt sag nicht, ich hätte hier auch über die Wiese beim Kürzen können. Ja gut, wir sind ja nicht in Deutschland. Stimmt, stimmt, stimmt. Aber gut.
Jo. Interessante Sache auf jeden Fall. So, jetzt sind wir schon quasi in Malmö. Wo müssen wir denn überhaupt hin? Wir müssen quer durch Malmö rein. Oh, das ist aber auch wieder so eine Ortschaft, die einfach nur blöd aufgeteilt ist. Aber okay, wir fahren einfach geradeaus durch bis zum Kreisverkehr dann links. So, und jetzt natürlich den Kreisverkehr hier. Ah. Und dann mit dem Gigaliner. Aber es geht. Es scheint wirklich zu funktionieren. Bleibt jetzt nur die Frage, wo müssen wir hin? Haben wir noch Vorfahrt? Ich glaube, hier muss ich jetzt rechts rein. Eigentlich habe ich das eingestellt, dass das automatisch auspickt, wo wir hinfahren sollen. So. Gut. Gut, dann fahren wir hier mal die Spur so entlang. So. Und ja. Ziel erreicht. Damit haben wir unsere erste Tour für heute schon durch. Jetzt in Malmö. Ja. Mal gucken, wo geht es denn jetzt hin? So, Auftragsangebot. Wir befinden uns in Malmö, richtig? Richtig. Und von Malmö können wir nach dahin. Wilkensburg. Rollrasen. Nach Brixux. Ich würde sagen, wir fahren nach Jönkingsburg hoch. Mal gucken, vielleicht kommen wir nachher dann irgendwie Richtung Russland weiter. Das ist eine coole Idee. Oder halt nach Norwegen. Dann fahren wir da jetzt hin, nach Jönköping oder sowas. Das ist doch ein guter Deal. Ah, so. Wunderbar. Wir haben jetzt einen Scania. Schon wieder Gigaliner Verschnitt. Aha. Ich muss da links raus, wa? Ich muss da links raus. Kann ich hier irgendwie eine Ansicht... Aha, mit Feldtasten kann ich den also auffahren.
Aber auch schön so, ne? Also. So. Licht an. So, den brauchen wir nicht, sage ich jetzt mal. Wir werden es sehen. Ne, brauchen wir nicht. Ich weiß nicht, ob ich da hinten rechts durchkomme. Ich versuche es wirklich. Boah, ich komme da aber nicht rum. Rechts kommen wir auf jeden Fall auch nicht durch. Boah, das ist jetzt aber auch echt eine miese Sache. Ich sag, das geht. Wir schaffen das irgendwie mit diesem Riesensattelzug hier so durch, da hinten zu drehen und dann andersrum mal wieder rauszukommen. Eieiei. Ich sag, das geht. So. Scheint aber wirklich zu funktionieren. So. So, und jetzt mal vorsichtig an die Linie ran. Ist ja mal alles frei. Und ohne hängen bleiben da rauskommen. Aber es scheint gut zu gehen, wa? In unserer Gigaliner-Folge. Oh gut, oh, nicht schlecht, ey. So. Hier ist müssen wir wieder einen Spiegel so eingestellt, ob man damit arbeiten kann. Ja. So. Das muss man den ja schon lassen. Das war ja gerade gar nicht so der Fall. So. So, Ziel erreicht. Kann ich die Ampel noch sehen? Nö. Jetzt habe ich wieder grün. Jetzt sind wir eh drüber. Naja. Jetzt sind wir eh drüber. So, Blinker kann man ausmachen. Und ja, gut. Hängt natürlich wieder komplett auf der weißen Linie. Ach jo. So. Müssen wir jetzt hier links abbiegen? Ja. Ja. Geht aber alles gut. Ach, guck mal, Schwedenhäuser. Ist das nicht schön? Ey, 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 du kannst mich doch wohl. Danke. So. Soll vielleicht gucken, wo man hinfährt, ne? Aber. Das ist ja schon mal nicht schlecht so. Wie schnell darf ich hier überhaupt fahren? 80. Wie schnell fahren wir? 80. Dann überholen wir jetzt mal eine Runde LKWs. Mit Tempo ja, 75, ne? Helsingsburg.
Problem an der Sache ist ja, ich muss da auch gleich runter. Das fährt noch an dem vorbei. Ah, das kriegen wir hin, das kriegen wir hin, das kriegen wir hin, das kriegen wir hin. Er bremst, er bremst, er bremst, er bremst. Ach. Alter. Aber haben wir nochmal Glück gehabt. Nicht umgekippt bisher. Und man sollte nicht unbedingt nach außen gucken, ne? Also man sollte auf... Naja, egal. So. Schickt der mich überhaupt hin? Ich hätte jetzt gedacht, ich fahre weiter Autobahn. Ach, wir sind schon da. Hä? Was soll das denn? Warum... Ah, habe ich da irgendwie... Warum schickt der mich denn hier runter? Egal, gut. Ich muss das nicht verstehen. Manchmal sagt so ein Navi auch Blödsinn. Na, ich hätte geradeaus durchfahren können. Nein, er schickt mich lieber einmal ein Stück Landstraße. Naja, gut. Achso, ich habe das, glaube ich, auf eingestellt, auf kürzeste Strecke oder sowas. Ich weiß es nicht genau. Aber interessant. Auf jeden Fall schickt er uns jetzt hier wieder durch die Stadt. Helsingsburg. So. Keiner, der am Weg ist. Nee. In Helsingsburg. Da gibt es doch was zum Einsammeln, oder? Wenn wir links von die nächste. Okay. Heißt, wir müssen die nächste links. Könnte man noch tanken, aber Tank ist eh noch voll. So. Man sollte vielleicht mal gucken, ob man auch grün kriegt. Und ja. Warum muss ich hier geradeaus oder rechts? Ne, geradeaus. Aber interessant ist auch, dass man hier wirklich rechts anscheinend rein kann. Naja, gut. Ja, und ansonsten, wenn euch dieses Video gefällt, lasst gerne mal einen Daumen nach oben da. Ja. So, wenn ich jetzt... Ja, ich muss noch einen geradeaus weiter, ne? Mich gerade ausschicken. Ich fahre aber rechts rum. Ja, mutig, nicht zu gucken, ob da Leute, aber ja. Wieso will der mich links rumschicken und nicht geradeaus? Irgendwie sieht das Navi komisch. Das macht ja gar keinen Sinn. Das macht ja wirklich keinen Sinn. Um dann da wieder geradeaus zu fahren. Ja, ja, cool.
Aber es macht ja echt keinen Sinn, wenn ich hier links rumziehen wollte. Ich habe keine Ahnung, was das jetzt für eine Aktion war. So. Oh, hier ist 80, ich fahr 60. Läuft. Naja, dann kommen wir als nächstes. Ich weiß gar nicht, wie lange wir jetzt noch fahren müssen. Zieht sich aber auf jeden Fall. Wir werden wohl jetzt ja von einigen Fahrzeugen überholt werden. Zumindest von einem LKW. Aber gut, wenn man hier nur mit 50 einen Berg hochtickert, ist das, glaube ich, verständlich. So. Aber mich aber interessieren würde es ja, wenn man nachher in Russland reinfährt oder so, ne? Ob da dann auch irgendwie Lada und Co. rumfahren? Komm. Komm mit deinem komischen Golfverschnitt. Danke. So. Oh, das geht aber. So. Also es geht. Vollbremsung funktioniert. Mal eben gucken. Oder schickt ihr mich gleich wieder auf die Autobahn? Ja, wir hätten aber auch... Wie schickt das dämliche Navi mich denn? Boah, das ist doch jetzt voll für ein A. Also wir müssen auf jeden Fall hier jetzt rechts, das ist richtig. Und dann da links. Boah, ich geb mir auf den Senkel. Also Escape. Warte mal. Karte, Einstellung, 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 Option. Audio, Grafik, Controller. Gameplay müsste das sein. CB-Funk, Navi, Sprache. Warnung, CB. Roger, Roger, Roger. Rückfahren. Audio Driver, ja. Ich kann doch irgendwo bestimmt einstellen. Da muss es irgendwo gehen. Gameplay. Ladesteam Inventar Objekte. Ja, schön. Zufälliges Hintergrund. Uff, das ist mir sowas von wurscht. Zeige LKW-Geschwindigkeit. Zeige.
Geschwindigkeit. Mitteilung für automatisches Parkanzeigen. Anzeige für Schwerden und fixiert. Navi anzeigen. Aha, nur auf Welt- und Auftragskarte, nur auf Auftragskarte. Keine Ahnung. Nebenstraßen. Kürzeste. Oder beste. Aber momentan steht da auf Feldwege, deswegen. Wir lassen den erstmal auf kürzeste. Schwierigkeitsgrad parken. Umleitung, Regenwahrscheinlichkeit, Zeitzonen. Mit Vorsicht deaktivieren. Ach so, Blockaden anzeigen. Jo, jetzt weiß ich, was er meint. Mhm. So, das haben wir alles. Gut, schließen. Wunderbar. Machen wir jetzt weiter. Ah, sehr freundlich. Versuche ich mit der Kiste auch irgendwie an dem komischen Golf vorbei. So. Navi ist nahelos überfordert. Ich auch mit dieser Abfahrt. So. Aber er hat mich noch nicht gefunden. Wachs hier und dort, ja. Interessant. Jetzt hat er's. Dann hier können wir mal eine Runde Landstraße. Und hier links geht irgendwie ein Feldweg rein. Aha. Aha. Ist doch ganz gemütlich. Durch die weite Welt von Schweden zu gurken. Ja. Und schöner See. Das hat schon. Ne, Fjord müsste das sein, ne? Das ist schwierig zu sagen, das sind keine Berge. Grundbergs. Warte mal, warte mal, warte mal. Okay, können wir geradeaus. Ah ja. Wenn ich jetzt nicht so müde wäre, ne? Wäre dann alles hier kein Problem. Man sollte vielleicht auch gucken, wo man hinfährt und nicht am Handy rumspielen. Ihr kennt das ja. Aber so ein Handy ist auch schon mal schön. Interessant ist auch jetzt hier die Leitplanke. Wo geht denn die Straße rechts hin? Ich habe Giga leider. Ich riskiere es nicht. Wenn jetzt die Blockaden weg sind, kann ich eigentlich mit dem auch querfeld einfahren? Naja, kann ich nicht. Okay. Das wollte ich nur wissen, das geht nicht. Aber wir können zum Beispiel mal Offroad fahren. Ah ja. Habe ich hinter mir jetzt gerade Polente? Ne. Warten. Na ja.
Es ist wirklich gemütlich heute, ne? Kommt doch von links ein LKW, du siehst mich aber, naja. Wenn ich hier mit meinen 70 köchel, also 80, über die Landstraße pese, wäre natürlich schlecht, wenn er einfach mal rauszieht, ne? So. Ein bisschen leer. Ich habe ein Vorfahrtsschild, Junge. Du hast Vorfahrt achten. Boah, vor allen Dingen habt ihr gesehen, wie schnell er die Kurve genommen hat. Ey, wenn da Fahrgäste drin sind, ne? Die müssen auch komplett durch den Bus geflogen sein, oder? Ey, übel. Übel. So, ich reiße wieder das Schild um. Ich darf das. Das muss so. So, ja gut, ich habe gleich einen LKW-Schrott, bis wir da sind. Aber gut, ist halt so wie das. Oh, wie weit ist denn das noch? Ach ja. Oh, geradeaus. Da auch schon gleich am Ende unserer Schwedentour gleich schon durch, ey. So. Wenn wir so weitermachen, kippt vielleicht noch um. Alles klar. Ah ja. Ein Land Rover. Auch schön. Landschaftlich schon, da muss man ja ehrlich sagen. Kann man gut wohnen. Und leben eigentlich. Wenn man das nötige Kleingeld hat und einen vernünftigen Job. Boah, ich habe echt Schluck auf. Das ist echt mies. So. Ah ja. Ich weiß gar nicht, wovon die Gemütlichkeit jetzt so kommt. Ey, das wird ja immer schlimmer. Das wird ja gerade wirklich immer schlimmer. Ich bin in Köping. Mach das mal geradeaus. So, das war der Sekundenschlaf schon wieder. In dem Fall wirklich weggedöst. Eieiei. Das kann noch was geben. So. Aber das müsste ja auch gleich da sein. Zentrum. So, und jetzt sind wir in Jönköping. Egal, machen wir nur einen Anhänger kaputt. Warum nicht?
So. Na, gucken wir gleich mal, wo wir als nächstes hin können. Da bin ich auch mal gespannt, ey. Weiß doch gerade nicht, was ich so erzählen soll. Ich bin eigentlich wirklich gerade eher die Landschaft hier so ein bisschen am genießen und ein bisschen halt gedudelt im Hintergrund. Ajo. Hier rechts rein. Okay. Da hinkommen. Also das kann ja nicht noch was geben, ey. Halleluja. Ja genau, hupt ruhig. Mit dem Hubschrauber muss jetzt natürlich auch noch mit vor die Nase fahren. Alter Schwede. Das kann ja echt noch was geben hier, ey. So. Das kann ja noch was geben. Ah, wir kommen doch bestimmt hier in einem Zug rum. Ich sag, das geht. Das sollte gehen. Ah, sag ich doch. So. Von daher sollte wohl passen. Und am 18. hat er dann auch da gefeiert. So. Jetzt habe ich wieder im Kopf anders. So. Ah, gerade ist was anderes, aber ist okay. Oh, wir haben noch eine gute Arbeit vollbracht. Das ist gut. Fortfahren. Oh. Machen wir einen auf Fernfahrt anwenden. Eigentlich bin ich ja eher für ADR, aber ist egal. So, wir sind jetzt in. Boah, wie heißt das Kaff? Genau, in Jönköping. So, wir haben Schweden, Schweden, Schweden. Jönköping, Helsingborg. Ist wieder zurück. Linköping. Wieso schickt der uns da? Achso, wir sind da unten, ne? Ah, ne, wir müssen noch da, okay. Malmö waren wir schon, Helsingborg. Hirtshals. Aha. Interessant wäre jetzt Linköping. Fahren wir nach Linköping. Das macht am meisten Sinn. Ja. Wenn wir so rum irgendwie nach Russland wollen oder über Finnland oder so, müssen wir mal gucken, wie wir das hinkriegen. Aber das machen wir. Ich hätte jetzt natürlich noch gucken können nach externen Aufträgen. Hätte ja auch Sinn gemacht irgendwie, aber egal. So. Jetzt müssen wir mal eben gucken. Karte. Ja, er sagt jetzt so rum. Bei Ala. Also über die A46, 26 und zur E50. Haben wir ein Navi hier drin? Oh. Ja gut, dann fahren wir halt ohne Navi. Ich hole mir nochmal eben kurz was zu trinken. Bin in einer Sekunde wieder da und dann können wir los.
auch. Licht an. Und jetzt geht's los. Karte gucken. Und irgendwie raus und dann müssen wir erstmal zur A46. Okay. Und da ich aber nicht weiß, wo ich hier rauskomme, probieren wir nochmal jetzt mal was Kleineres. Ich vermute hier links. Nö. Doch, links und dann am Kreuzung rechts. Gut. Dann kriegen wir wohin. Es gibt auch noch Regen. Und hier sagt er rechts, ne? Neben gucken, ob wir richtig stehen. Jo. Rechts und am Ende wieder rechts. So. Alter Schwede. Quer über den Feldweg. Ich krieg zu viel. Ich krieg echt zu viel. Naja gut, dann ist das halt so. Hauptsache, mir kommt jetzt keiner entgegen. Jetzt muss ich auch noch einen Scheibenwischer stärker machen. Oh, yeah. So. War ich jetzt hier richtig? Ich muss auf jeden Fall geradeaus. Egal wie, bis wir zu einer Hauptstraße kommen. Aber wenn man hier rechts irgendwie durch kann vielleicht. Oder halt in dem Fall auf dem Bauernhof landet. Ist ja schon interessant so, ne? Hier in Schweden. Und da kommt man auch wieder in eine Ortschaft rein. Die ist schon eine interessante Sache. So, und am Ende rechts, ne? So, was jetzt hier? Kreisverkehr links, ne? Genau. Dann erstmal wieder eine Stunde lang geradeaus. So. Ich glaube, dort ist. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Das heißt erstmal schön geradeaus. Ich weiß gar nicht, wie schnell darf man hier über die Landstraße fahren? 60 oder 70? Keine Ahnung. So. Geradeaus, mal bis zum Ende. Mal wirklich bis zum Ende durch. Ja, gehen wir aber hin. Jetzt mal Spaß beiseite. 70, okay. War Mist. Entschuldigung, ich weiß, du wolltest überholen. Darfst du bei mir nicht. So, 70.
wieder auf. Aber gut, wenn es wieder aufhört. Ist das hier gar nicht verkehrt hier? Wirklich landschaftlich sehr, sehr sehenswert hier. Schweden. Muss man schon sagen. Na, also, auch mit den Häusern. Das ist schon echt gut. Ich bin mal gespannt, was es noch so erwarten wird. Weil nach Russland würde ich schon gerne mal wollen. War ich noch nie. Mhm. Aber das kriegen wir noch hin. Nur wenn wir zurück sind, kaufen wir uns einen eigenen LKW. So. Na ja. So. Wo müssen wir jetzt hin? Dann gehen wir noch geradeaus bis fast zum Ende. Dann steht Linköping ausgeschildert. Okay. Na joa, tut mir echt leid, dass ich so gar nicht gesprächsfähig bin eigentlich, aber manchmal hat man das, ne? Aber gut, immerhin fahren wir heute mal eine MAN, das andere hatten wir ja schon. Mal gucken. Entschuldigt mich wirklich, ehrlich. Ich glaube, wir machen dann da auch unsere Sense. Was schaffen wir noch eine Tour? Mal eben gucken. Wir haben jetzt 10 vor 8. Nee. Also, ich glaube, wenn wir da am Ziel sind, ist auch erstmal wieder Schicht im Schacht. Eigentlich abbiegen. Ah, kommt doch. Aber ich bin echt wieder am Dösen. Das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Aber gut. Das werden wir machen. Muss ich hier rechts? Nee. Hier wirklich auf allen Seiten. Ah ne, Fahrfahrtsschild, okay. Jetzt muss ich aber rechts, ne? Ja. Ah, jetzt auch nicht, aber da hinten ist zumindest unsere Auffahrt. Das ist schon mal gut. Linie. Ach ja.
So ist das. Und jetzt muss ich wahrscheinlich runter, ne? Ja. Ach ja. Boah. Eieiei. Lass mich diese engen Abfahrten, ne? Ich bin 79 hier, so eine Steigung anzuzimmern. Die haben sie echt nicht alle. So eine Steigung und so eine scharfe Kurve. 70. Mhm. So, und jetzt muss ich, wenn ich da runterkomme, links. Ist das richtig? Ja, links. Dann bis zum Ende durch. Und dann im Kreisverkehr in der hinterm Ortseingang die erste links. So. Da bin ich wieder weggedöst. Ja. Also es ist jetzt wirklich heikel. Ja, Linköping, 88 Kilometer müssen wir aber noch. Ich bin jetzt schon am Dösen. Das ist echt nicht gut. Das ist wirklich nicht gut. Ajo, was will man machen? Ach. Schon wieder weggedöst. Also, es ist jetzt echt grenzwertig. Wo weit müssen wir denn noch? Boah, ja, ist noch ein gutes Stück, ey. Und da haben wir einen Unfall. Können wir mal eine Runde gaffen. Ganz langsam. Was haben wir denn hier? Oh, vor Unfall. Lag da jemand zwischen? Nö. Oh, das Kennzeichen liegt sogar da. Wie krass gemacht hier, ey. Aber hier auch keine Menschenseele ist, ne? Naja. Oh, wie machen die das denn jetzt? Der zimmert einfach durch, ey. Habt ihr das gesehen? Boah. Und ich. Naja. Gut. Interessant auf jeden Fall gemacht. Hat er so durchzimmert, hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Ich hätte gedacht, er räumt schon ein bisschen ab. Bei so einem Unfall. Aber nö, er zieht durch. Als gäbe es keinen Morgen mehr. So. Östergrünlands Lane oder so. Aha. Oh. Ach ja, Fernlicht. Oh. Eingedöst. Tut mir echt leid, Leute. Also, manchmal habe ich das ja. Ah, fern nicht aus. Ja, genau. Einmal. Oh, ey, Gott. Ich hoffe nur, wir kommen da an. Oh, der Ecke, bis sein Schrott ist. Eieiei. Boah.
Also, das ist schon übel. Es ist schon übel gerade. Naja. Ja, ich verstehe ja schon, dass er jetzt den Löffel abgibt, Schatz. Kein Problem. Wenn ich vor ein Schild fahre mit 100, ist halt auch kein Problem. Dann würde ich auch den Löffel abgeben. Also von daher darfst du das ruhig. Modala 50. Wo zur Hölle sind wir jetzt? Hier ist das Kaff Modala. So. Dazu einen lieben Gruß an den Herrn Mr. Junkie Play. Ja, ich hatte meinen PC angelassen. Mache ich, wenn ich Videos render oder halt andere Aufnahmen mache manchmal, dann lasse ich den einfach an, wenn ich nicht am PC bin. So, dann kann er halt vor sich hin arbeiten, ohne jemanden zu stören. Aber schade, dass mir die Sachen aus dem Discord oben angezeigt werden. Kann man nicht irgendwie deaktivieren? Gib mir eigentlich ehrlich gesagt auf den Zinkel. Ja. So. Boah, Leute. Aber wir sind sofort da. Bitte. Fahren wir jetzt nicht hinterher. Fahren wir entgegen, aber nicht hinterher. Ah ja, wird schon schief gehen. So. Ach so. Fernlicht. Ja, ja, ja. Wie müssen wir an jetzt, wenn wir da rein sind? In dem Kuhdorf. Erst links und dann nach der S-Kurve 2. Das muss gut schon. Aber wir haben jetzt gleich unser Ziel der Reise erreicht. Das wäre dann jetzt hier rechts. Und ich würde sagen, dann machen wir hier auch gleich, wenn wir die Karre geparkt haben, unseren Cut bei Norfood. Zack. Natürlich das Schwerste vom Schwersten. Das geht aber. Das sollte aber machbar sein. Ich sag, das passt. Boah, ist aber echt eng. Ist eng, aber ich sag, das haut hin. So. Sodel. Wieder ein Ding zurück. Falsches rum. Bin ich schon an der Wand dran? Oh, das ist natürlich nicht so gut. Das ist so gar nicht gut eigentlich. Aber ist egal. So. Wir setzen ihn jetzt hier vor. Ist doof.
So, ich muss den jetzt eigentlich nur hier rum und dann müsste er jetzt den Augenblick gerade sein. Halten, fertig, absatteln, anlegen. So, Kiste steht. Zufriedenstellend, ja. Ich meine, wenn ich da mit Vollgas von der Wand fahre, kann ich verstehen, dass sie da ein bisschen grumpy sind. So, wir haben eine E-Mail bekommen. Wir können ihnen helfen zu wachsen. Und sie bestätigen jetzt bis auf 500.000. Okay, danke schön. So. Wir haben auch noch einen offen wahrscheinlich. Wo sind wir denn jetzt? Wir sind jetzt oben rechts irgendwo gelandet. Hier. Linköping. Göteborg wäre am Start. Vaxjö. Wir kommen nach Lettland. Eieiei. Also nach Lettland können wir schon. Nach Ventspils. Köpitzgär wäre auch cool. Dann wären wir Estland. Aber wir kommen zumindest mal bis nach Lettland. Wir müssten aber gucken, ob wir irgendwas Richtung Stockholm oder so. Haben wir Stockholm im Angebot? Göteborg, ne, wir haben nichts passendes da. Ne. Dann kann man unter externen Aufträgen. Achso, müsste jetzt angemeldet sein, ne? Inhalt Browser. Ansicht der im Spiel verfügbaren Auflieger. Chemischer Tank. Säure neutral. Aha. Also war schon einiges, wa? LKW-Transporter. Aha. Kleintransporter. Mhm. Schwarzmüller. Okay. Interessant. Geflügel-Doppelkombi. Mhm. Tiefläufig-Transporter. ISO-Kraftstoff. Aha. Trockenfracht-Doppelkombi. Aha. Trockenfracht-Koffer-Kombi. Eieieiei, die werden ja immer größer, die Dinger hier. Kurtisander. Mhm. Ah ja, gut. Interessant. Was haben wir noch so viel zu entdecken? Wir haben Aufliegermanager. LKW-Händler. Dann haben wir hier noch einen Mann. Online kaufen. Die ist nicht nutzbar, bevor du mindestens Level 5 bist. Oh, okay. Ein Angebot an Kunden, die besonderes Vertrauen ließen, nicht nutzbar, okay. Ja gut, aber wir haben ja auch nicht viel Geld momentan, na, also muss man ja auch ehrlich sagen. Ja, brauchen wir eh noch mehr. Ja gut. So, liebe Leute, also ich würde sagen, wir machen dann hier jetzt unseren altbekannten Cut. Sehen uns dann vielleicht in der nächsten Woche nochmal wieder, ich weiß es nicht. Da jetzt die Weihnachtszeit am Start ist und ich bin leider auch viel unterwegs bis Ende Januar. Deswegen kann ich nicht sagen, ob da noch Touren kommen werden. Lasst euch überraschen. So, und damit, wenn es euch gefällt, gerne einen Daumen nach oben und bis zum nächsten Mal. Euer Bauer sein. Tschüss.